Dass ein Pfarrer ein Kopftuch trägt, an sich finde ich ziemlich stark. Also wenn ich mir vorstelle, was er damit einfach für ein Zeichen setzt, was er damit bewirken möchte. Erstaunlich erst einmal. Überraschend und mutig vielleicht auch. Und wenn es ein Pfarrer macht, denke ich, kommt es noch besser zur Geltung, wenn es vielleicht in der Öffentlichkeit jemand anders macht. Finde ich okay. Protest gegen die AfD ist immer gut. Wenn man nicht so unkonventionelle Maßnahmen machen würde, würde man nicht gesehen werden. Und ich halte es sehr positiv, dass es sich traut, das zu tun. Im Prinzip finde ich es relativ sinnlos, weil es an unserer Religionsfreiheit nichts ändert. Also ich finde es nicht gut. Ich bin immer der Meinung, wir sollten so leben, wie wir aufgewachsen sind. Und nicht so in diesem Ausmaß, wie er das macht, den Leuten das auch noch zeigen. Also ich finde ein Kopftuch, da habe ich jetzt echt kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich eigentlich nichts mehr vom Gesicht sehe. Wenn sie das aus freiem Willen machen, ist es okay, andersrum. Aber ich finde das ganz verhüllen, man sollte ein Gesicht schon erkennen können. Ich bin der Meinung, jeder sollte das machen dürfen, was er für richtig hält, was er gut findet, leben und leben lassen. Das ist immer so mein Motto, deswegen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das tut oder nicht tut. Ich sehe das nicht so, für mich ist ein Kopftuch und Schmuck. Also meine Mutter hat früher auch Kopftuch getragen. In den 50er, 60er Jahren hat man rausgegangen, wenn es geregelt hat, ein Kopftuch gekauft. Es war keine Prickel und gar nichts, aber man hat sich Schutz gemacht und fertig. Also ich habe da kein Problem.